nie rein, ziehen einfach runter. Das ist der erste Übergang. Ich bin nicht unten. Und der Taubwitz in der Alexander soll auch wieder aufstehen. Und das erste Bein oder das rechte Bein schiebe ich jetzt einfach unter dem Partner durch und verschränke. Dann gehört er mir. Der Alex dreht sich auf den Bauch und will weg. Ich steige ein, habe ihn unter Kontrolle, drehe mich rüber und habe ihn geduldet. Das ist dann kein Übergangsstandbode, sondern eine Wurfkombi. Und der Übergangsstandbode. Ich bin mit unten, ich habe eine dominante Position und kann jetzt unter der Achse einhaken, den Arm weg und hier die Beine verschränken. Wollt ihr das mal probieren? Nochmal sehen? Nachher. Versuch. Erstmal probieren. Nehmt mal eure Hände, beide Daumen nach oben. Und jetzt stellt ihr euch den Hals des Gegners vor, der muss natürlich reinpassen. Jetzt war ich so. Habe ich den Kick? Habe ich Bodybuilding. Ich gehe hier hin. Jetzt muss ich mein Wasser dazu bewegen, sich ein bisschen zu bücken. Mittels Schock oder mittels Aggression oder einfach mittels Druck. Oder mein Wasser in die Hand. Beide müssen wegkommen und ich kriege die Jacke gefasst. Jetzt passiert Folgendes. Der obere Arm wird in den Nacken gelegt, der untere Arm zieht vom Hals. Würgen. Wenn er hier schon kommt, ist gut. Da der sich aber wehrt, dann zieht einfach nur von der Runde, legt mich hin und würge ihn ab. Bring ihn tiefer, take down. Wettkämpfer die Runde erreichen. Okay? Griff, jump, ziehen, ziehen, rüber, ran. Runde. Der erste primitive, der zweite primitive Übergang, der erste mittels Rück. Komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch und geh mit. Dann habt ihr eine ganze Kombi. Stand, Bode, Übergang, Würge und wollte in die Transportation. Übe. So, jetzt ziehe ich den ganzen Kerl auf den Bauch. Beziehungsweise sieht noch ein paar Möglichkeiten. Er kommt mit den Armen hoch, bis ich da weg. Und jetzt ziehe ich einfach hier den Hirn aus dem Gleichgewicht. So, da er aufstehen möchte, ist mich die Kraft von dem Hals mit dem Körper würgen. Jetzt ist aber nur noch bei Bewusstsein. Also steige ich den hinten in den Hals rein, habe den Würgegriff, beziehungsweise beginne jetzt. Mit der Transport-Treff-Einleitung. Ich habe immer noch Würge. Komm schnell auf. Komm schnell auf. Jetzt bin ich raus, weil ich gekommen bin. Wie geht mein, was habe ich vorhin gemacht? Rückentransport-Treff. Hoch. Und habe jetzt den Rückentransport. So, ich habe den Kniekehbeltransport. Rückentransport im Fall. Ich muss ihn hier herdrehen. Ja. Da ich hier hochkomme, so, muss ich mich eigentlich nur in ihn drehen. Jetzt bin ich wieder logisch. Okay, und so kann ich mir
50 gehen. Wenn es muss vorne 2 Meter, dann kann man nicht. Das ist ein bisschen bei Prüfungen, Entschuldigung, sieht man die Leute immer so. So mau wie ich mich nicht hier. Ja, ich merke es ja nicht. Geht's alle zusammen? Ja. Kann man sich zusammen? Vorm Hackerknien. Die linke Hand greift von vorne unterm Hals durch ans rechte Revers. Erste absichtliche Handlung. Rechte Hand verschränkt die vor, genau vor eurem Bauch, am Arm und zieht zu. Zweite Handlung, zieht den Kerl gegen euren Körper als Widerlage und jetzt wirkt nur die Hand unter. Die Hand ist super. Dritte Reaktion oder Aktion, linkes Bein aufstellen, unter die Achse. Den Arm einklemmen und auf diese Seite, auf die linke Seite rüber sitzen. Jetzt das rechte Bein in den Nacken legen und würgen. Und jetzt alle wieder laufen.